So, Alter, ich weiß schon wieder gar nicht, wie viel ich eigentlich aufnehme. Wahrscheinlich viel zu viel. Bis ich das alles gerendert habe, dauert es ewig. Geschätzt, rendert er eigentlich? Ja, doch, er macht alles sehr schön. Gut. Ja, das hier ist das Konvertieren. Den Befehl dazu habe ich euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist. Das ist. Das ist. Ist auch egal. Ich glaube, ich habe euch den Befehl schon mal gezeigt. Wie gesagt, ist FFmpeg. So, wir wollten spielen. Da. War das jetzt richtig? Nein, das war nicht richtig. Ach, was mache ich denn da? Willkommen bei Extermination Day. Warum ist das denn im Verlauf drin? Hä? Ach so, ist ein. Brauche ich gar nicht mehr. So, du bist. Das? Dich brauche ich. Perfekt. Ah, wenn man zu viele Fenster geöffnet hat, dann kommt sowas dabei heraus. Achso, ich habe nochmal. Es ist mir nochmal eingefallen, also jede Episode hat 7 Levels. Intern hat sie natürlich 8 Levels, aber das 8. Level ist immer ein Secret Level. Da habe ich euch ja bei der ersten Episode gesagt, bei dem einen Schalter, dass man darauf drückt, man damit praktisch in das Secret Level kommt. Ja. Und deshalb hatte ich immer dieses 8. So. Ist der dritte gestorben von euch oder was? Leute. Achtet mal ein bisschen mehr aufeinander. Boah. Boah, Alter, der rennt auch noch genau rein. Wie kann ein Mensch eigentlich so dumm sein? So, komm doch mal. Hallo, danke. Ja, diese roten Kugeln, die leuchten, die spawnen nach einer Weile. Deswegen immer versuchen, möglichst zeitnah einzusammeln. Sonst sind sie Geschichte. So, da kommen wir noch mit rein. Das hat Spaß gemacht. Ja, ihr seht, es gibt welche, die grün sind und welche, die blau sind. Also die man auch grün oder blau angreifen. Was der Unterschied zu Spielweise ist, ich weiß es nicht so ganz, aber es sind auf jeden Fall beide stark. Also einfach vor allen schwarzen Hits in Acht nehmen. Nein! Oh, ist einer gestorben. Habe ich nur noch einen einzigen. Da ist der Vizent traurig. Der Arme war noch so jung. Das ist ja mal scheiße. Da siehst du, die werden immer transparenter, werden immer durchsichtiger und dann sind sie dann halt weg. Letzte schießt ich noch ab, ne? Weil ich irgendwie direkt in der Nähe ein Fass hochjage.
Ich fasse es ja nicht. Da bin ich rein. So, da war ich jetzt vor allem schon. Geh ich mal nach da. Wow. So. Damit habe ich die Lagerhalle schon quasi komplett abgearbeitet. Gut, dann kann ich ja jetzt... Danke. Danke. Scheiße. Da kommt man ja gar nicht raus. Wisst ihr, davon kommt ihr raus. Also, wo bin ich denn jetzt überhaupt? So. Bitch. Ah, da brauche ich nicht hin. Hier komme ich noch nicht hin. Aber das hier kann ich schon mal machen. So. Hier geht es jetzt weiter. Ich habe noch nicht gespeichert. Alter. Goddammit. Na komm, jo. Dankeschön. Ach, Junge. Wie cool du da einfach rumstehst, während ein 50 cm dicker Feuerball direkt an der Rutsche vorbeigeht. Hä? Wo bist du denn? Da. Ach ja, hier ist er. Und hier war übrigens der Raum, wo ich gerade drin war und ich mein Ding aufgesammelt habe. Na gut, brauchen wir alles nicht. Wow. Immer schön langsam, Baby. Aber ich habe immer noch keine Plasmawaffe, oder? Nö, ich habe auch keine einzige Plasmawaffe. Naja. Aber für den Fall, dass ich irgendwann eine habe, habe ich zumindest schon mal relativ viel Plasma. Wow. Alter, ich habe über 200. Wow, wie schaffe ich denn das? Egal, so viele Monster, die überall sind. Das ist schon nicht schlecht. Ja, die Dinger hier tun weh. Also immer möglichst schnell rübergehen. Sonst kriegt ihr Schaden. Es ist nicht viel, aber es ist halt unnötig. So, und hier wird es jetzt richtig creepy. Ja, da seht ihr den Rucksack, und wenn ihr ihn berührt, kommt eine Falle nach der anderen. Aber zum Glück gibt es starke Waffen. So, das haben wir. Jetzt geht es hier noch weiter. Jetzt geht es da weiter. Einfach mal gucken, wo eine Textur anders ist. Es geht hier immer weiter. So, da hier ist das Ende. Aber, wie ihr sicher schon gemerkt habt, hier geht es auch noch weiter.
Also quasi wieder ein Secret im Secret. Ach. Aber wenigstens nur zwei Secrets. Bei der einen Map, da waren da drei Secrets hintereinander. Also war das so ein bisschen abgedrehter. So, wir haben die gelbe Karte. Das heißt also, wir müssen nach da. Wie ich hier lang dürfte. So, da sind wir. Das ging schnell. Keine Luftpost. Oh. Ja, hier ist auch wieder ein bisschen tricky. Alter. Da müsst ihr ganz schnell raus und runter und schnell. So, das haben wir. Und jetzt kommt die Fettregan ins Spiel. Wobei ich gerade nicht weiß, in welcher Reihenfolge das Ganze war. Deswegen werde ich das Beste erstmal hier hinstellen. Aha. Hä? Da greift die Technik gerade überhaupt nicht an, ich glaub's ja. So, Versteck Nummer 1. Der mittlere Schalter ist auch die mittlere Tür. Okay. Oder auch nicht. Da habe ich so ein bisschen falsche Erinnerung. Und da bleibt noch die Tür übrig. Und da sind jetzt zwei starke Monster drin. Ich weiß nicht mehr, ob diese Hell Knights oder diese anderen. Och Leute, legt mich doch am Arsch. Auf mein Gedächtnis ist überhaupt kein Verlass mehr. Oh. Ja, das war nicht legitim. Ich bin gerade geschlichen. Was? Ich hab bisher nur den Raketenwerfer. Das ist so unfair. So, einmal raus. Jetzt gucken, wo ich in den anderen Raum reinkomme. Das müsste da gewesen sein. Alter, in meiner Erinnerung waren überall Monster. Also, hier waren zwei Monster und hier drinnen waren drei Monster. Ach, mindestens ein Monster habe ich da noch. Ah, ne. Ach, okay, also das stimmt. Aha. Wow. Mach ihn platt. So. Das haben wir schon mal. Okay, jetzt haben wir immer noch die gelbe Schlüsselkarte. So, ich muss ja noch da hinten lang. Okay. Alter, wir haben immer noch über 200. Ach so, ja, ich bin einfach raufgesprungen, um die Waffe zu bekommen. Normalerweise kann man ja aber nicht springen. Da muss man diesen Schalter drücken, damit die Waffe praktisch runterkommt. Damit man der Waffe praktisch einen runterholen kann. Damit man sich die Waffe praktisch runterholen kann. So. Also, Ronny. Wo jetzt? Da. Nein. Da. Nein. Doch. Da. Hier hoch. Da lang. Hier lang. Da lang. Achso, das Ding waren immer noch Secrets. Aha! Oh! Wir haben unsere erste Plasma-Waffe und gleich eine starke. Gleich mal vorführen. Das ist das Primärfeuer und das Sekundärfeuer. Alter, guckt euch das einfach an. Das ist so gut. Das gefällt mir. So, hier geht es wieder weiter. Und das war die Runde. Alter.
Okay, weg. Na komm, mach eine, mach eine. So, da geht es nämlich rein. Wow, was, 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 was? Oh, dieses Gitter. Lecko mio. Und das wäre dann der Ort in der zweiten Episode, wo man klassischerweise das erste Mal eine Kettensäge bekommt. Wow. Das war haarscharf. So, hier war noch ein Secret. Das war das da. Dankeschön. Ja, so speichere ich ungern ab. Ich habe dann irgendwie immer das Gefühl, dass dabei Fehler auftreten, denn... Egal. Wow. Du kleiner Aschrikimus. So, und das hier ist jetzt, das ist jetzt ultra sinnfrei. Ich habe die blaue Karte bekommen, ja? Ich habe extra eine blaue Karte bekommen, nur... um gleich daneben eine blaue Tür zu öffnen, in der ich dann eine rote Karte finde. Und das war's. Das war der gesamte Grund, weswegen ich die blaue Karte in diesem Level bekomme. Statt mir da oben gleich die rote Karte zu geben, ja, das ist so sinnfrei einfach. Aber gut. So, jetzt muss ich mit der roten Karte wieder hier lang, da lang, da lang, dahin. Hallo? Oh. Stimmt, ja, das gibt's ja auch noch. Alter. Ah. Ja, das kam bei Version 3 von Project Brutality neu dazu. Genauso wie auch das, dass man Wände hochklettern kann, wenn man daran gesprungen ist. Das kam auch bei Version 3 neu hinzu. Oh. Mir fehlt noch eine ganze Menge Munition. Krieg ich hier noch mal was oder eher nicht so? Ah, eher nicht so, ne? Das ist ja jetzt unfair. Na gut. Es war schade drum, aber und nicht weiter wild. Ich guck mal hier noch mal nach. Wow. Das hat es gebracht. Das war quasi die Rettung in Not. Das war sozusagen alles. Nicht in die Säure springen. Das ist ungesund. Okidoki. Das war's dann mit... Ach du Kacke. Das fängt ja gut an. Mit Version... Quatsch. Mit Level 3. Nein. Mit Level 2. Wir kommen jetzt in Level 3. So. Okay. Na dann. Ciao.